Keine nennenswerte Gefahr. So, genau hinter dem Ding. Ja, muss ich weiter. Ah, alles klar. Sieht schon aus, als wäre da irgendwas, das er abgestürzt oder irgendwas in der Richtung. Irgendwie ist da was seltsam an dem Ding. Gut. Wie mach's sei. Wir gehen in Ruhe weiter. Lass uns nichts anmerken. Da kann man reingehen. Das heißt, es gibt dort Loot. Das heißt, ich muss wieder stehen. Außer ich finde heraus, dass ich von da wieder ganz leicht hochkomme. Dann ist es kein Thema. Wenn ich schnell wieder auf Kurs kann, komme ich von hier aus runter und hoch ohne Probleme. Ich denke ja. Ich denke doch. Tür? Sieht so aus. Kann man aber da nichts machen. Okay. Na den. War's doch schon. Allzu sehr will ich jetzt hier wirklich nicht rumwuseln. Upsi. Ich will da hoch. Will da hoch. Hier. So. Genau, so. Also, da will ich dann jetzt nicht rumwuseln. Ich glaube, ich habe ja schon mir jetzt genügend Zeit immer in alles Mögliche investiert, nur nicht am Vorankommen. Also, besonders hauptstory-technisch gesehen. Aber ich glaube, mal die Nebenquest zu machen, ist alles andere als unpraktisch. Das wird auch schon einiges bringen, denke ich mal. Die Nebenquest war bis jetzt im Fallout eigentlich immer so. Wir haben auch schon einige der Gegenstände durchbekommen. Also, von daher denke ich mal, wird sich es im Endeffekt schon lohnen. So, jetzt gehe ich hier wieder mit einem Pampa, was meist eigentlich sehr gefährlich ist. Hallo, Karte? Danke. Wir Markenautomat. Event. Die Schlacht, die es niemals gab. Oh, Events. Ich weiß nicht, ob ich ein Event machen möchte. Ah ja, ich wollte dann nochmal in die Runde fragen von den Zuschauern. Wir sammeln ja so ein bisschen Atom. Ich habe es bis jetzt nicht ausgegeben, ist bis jetzt auch nichts geplant an Ausgeben, sage ich mal. Deswegen die Frage an euch. Habt ihr Interesse an dieser Atomausgaben, dass ich irgendwas Bestimmtes hole, wo ihr sagt, hey, verkleide dich mal als, oder es gibt das und das. Fuck. Entschuldigung. Ey, warum begegnet mir einfach nur, ja, der hat mich schon längst bemerkt, ich habe es nur nicht gesehen, dass er für mich zukommt. Weißt du? Warum reagiert jetzt mein sprachgesteuertes Gerät, dessen Namen ich jetzt aus Grund von Dingen nicht... Boah, sind zwei. Nein, noch krank, na super. Na, ja, sie einfach aus dem Boden immer gescheitert kommen. Man weiß immer nicht, verfolgen die einen, verfolgen die einen nicht. Kommen einfach dann wieder. Alter. Ist doch jetzt mal gut. Au. Das wollte ich jetzt nicht machen. Ich wollte das da machen. Das habe ich mir ein bisschen selber getroffen. Das ist mir jetzt mal wurscht. Immer wieder unter die Erde verschwinden. Das ist so. Irr. Natürlich hat er mich jetzt wieder mit irgendwas angesteckt. Sehr schön. Danke dafür. Oh Mann. Einer weniger. Warum ist der denn noch da? Weil das kann, ich weiß. So. Einer weniger, sehr schön. Ah, jetzt ist er wieder weg.
Heilt der sich? Oder was ist das, warum der immer wieder volle Leben hat? Oder kommt es mir nur so vor, dass er volle Leben immer wieder hat? Ey, das sieht alles andere als gut für mich aus. Och, das ist immer noch hinter mir. Sehe ich so befürchtet, muss mit irgendwas anderes reinzurennen. Ich schaff's nicht, gegen ihn zu kämpfen. Was? Du kannst leider nicht in diese Richtung. Was? Das ist an dessen Wunden. Ah, was ist denn hier wieder los? Ist es viel so hinter mir? Ja. Ich hoffe einfach, es ist jetzt ganz weit weg. Nee, immer noch. Mittel. By the way. Oh, es ist genau auf meine Position. Ich glaub's ja wohl. Von wegen, ich hoffe, es ist weg. Mistvieh. Ja, es ist dann auf einmal wieder ganz woanders. Es ist doch herrlich, ey. Ich glaube, das Vieh buggt jetzt gerade rum. Deswegen ich da keine Chance habe, aber auch gerade nicht weg kann. Was ist das für ein... Ne? Und so. Was ist noch Stimpack? Haben Stimpack super. Okay. Da bin ich jetzt doch losgeworden. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Irgendwie höre ich da noch Gekraxel, aber irgendwie auch wieder nett. Sehen tue ich ihn jedenfalls nicht. Ach Gott. Das Vieh ist mir eindeutig über. Warte mal. Waffen, Waffen, Waffen. Dann soll es nochmal kommen, das hier. Ja. Das war jetzt ja wieder eine Action, ey. Ich dachte so, oh, ein Red Skorpion, meine Güte, schnell weg hier. Haben die mich schon längst bemerkt. Dann war es mehr als einer auf einmal. Sowas kann ich allein, ey. Nichts ahnen, da reingetrampelt und dann alle Stimpacks mal verbraucht. Das ist herrlich, ey. Ich gehe jetzt auch ganz bewusst nochmal wirklich genau in diese Richtung. Ich werde wahrscheinlich jetzt auch den Loot nicht finden, aber das ist mir gerade ein bisschen egal. Ich bin einfach froh, es überlebt zu haben. Ich gehe ganz bewusst in diese Richtung. Ich weiß gar nicht, wie weit ich da gelaufen bin gerade eben nochmal, ey. Herrlich sowas. Na gut, muss man mit rechnen, so. Huch,
Haben wir schon doch da? Also mutierte Fahnen. Okay. Sie ist leicht am Rand von dem, wo die waren. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die, wo die waren, nicht ohne Grund hier sind. Messers Edge Rand, ne? Messers Rand. Klauenvase, okay. Hm. Kleines Lager, ne? Oh, Bauplan, Wasserfilter. Weiß nicht, ob wir den schon haben. Falls ja, okay. Falls nicht, dann juhu. So, Wasser, Pfeffer, keine Ahnung warum. Masken. Weaver will Masken, bevor wir die Station plündern. Manus Lungen sind nach einer kleinen Aufklärung ruiniert. Also Masken. Wenn nächstes Mal rausgeht, nimmt alles mit, was wir brauchen können. Gasmasken, Schutzanzüge, was auch immer. Schnell wie möglich auseinandernehmen. Okay. Ja, Masken haben wir eigentlich. Hab ich selber eine auf. Muss ich jetzt keine nehmen, würde ich sagen. Wollte ich jetzt nicht. Wollte ich jetzt nicht. Irgendein. Habe ich schon wieder gehört. Verloren fort. Da redet doch einer. Freizeitpark angestellter Outfit. Okay. Jede Menge Gasmasken. Oh! Raider Power Rüstung Blutreiniger. Was auch immer das sein soll. Wir haben es jetzt. Na, da ist er doch. Offizier? What the? Charlie, Codeabschnitt? Nee, oder? Habe ich jetzt ernsthaft das gefunden, was ich denke, dass ich gefunden habe? Was für den Abschusscodes? Pfeffer. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet hier. Ich habe was für den Abschusscodes. Ist auch irgendwie ein Standort dadurch? Irgendwie Silo Charlie oder was das jetzt war? Ich weiß ja nicht, wo die Silos so sind. Krass. Da finde ich mal einfach so nebenbei Abschusscodes. Ich wusste, dass es bei den Verbrannten sein können. Also bei den höheren, nicht jetzt bei den kleinen, sage ich mal jetzt. Oh, das ist hier jetzt direkt, was davon finde, ey. Ha. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht, aber gut. Ha? Koordinator der Konfirmation. Ah. Okay. Die konföderierten Truppen versammeln sich auf dem Parkplatz. Okay. Wird hier so ein Nachstellen sein, ne? Oh, ein Besucher. Ich bin jo, so der Art, ne? Von Prickles Fort. Aha. Sie kommen gerade rechtzeitig. Gleich wofür? Wir die Schlacht um Prickles Fort nachstellen. Heute ah, okay. Wird die Verteidigung des Forts der Nordstaaten gegen die konföderierten Angreifer stattfinden. Ah, okay. Sie werden erfreut feststellen, dass ich dem Realismus zuliebe all echte Waffen gegeben habe. Ein nettes Detail finden. Wenn sich alle auf den Sammelplätzen befinden,
gebe ich das Signal, den Angriff zu starten. Sie werden sofort feststellen, dass ich dem Realismus zuliebe allen echte Waffen gegeben habe. Achso, das hat er schon gesagt, ne? Kampfflinte, die mag ich auch. Aber jetzt ist nicht unser Inventar wieder voll, war ja klar. Wunderkleber muss man auch mitnehmen. Es wäre doch ein Wunder, wenn man den liegen lässt. Ach man, warum bin ich immer so... Oh man, ich fühle mich danach immer so eklig, ne? Ja, die Kampfflinte Stufe 20, ja, lass mal jetzt hier, Mensch. Was soll der Geiz? Hier kommen die Minen, lassen wir auch da. Damit mache ich nur Quatsch. Der Kresswort klingt das auf jeden Fall besser als meine Machete im Endeffekt. Lasse ich mal noch im Inventar. Das Freizeit-Outfit brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Heißt. So. Was ich aber brauche, ist mal was zu trinken hier. Zack, zack. Und dann am besten noch was aus der Hundefutterdose. So, ja, ne? Ich könnte eine Werkbank wieder gebrauchen, wo ich das einfach mal ein bisschen zerlegen könnte. Das wäre jetzt hilfreich. Ist hier vielleicht irgendwo eine? Was soll ich hier machen? Reparieren. Zahnradfeder, zack. Aktivieren. Ne? Passiert nichts. Okay. Hätte sein können. So. Hier hoch? Ich glaube, ich will da nicht wirklich hin, weil ich glaube, da passiert dann wirklich irgendein Event. Ist ja hier irgendwo gerade auch am Laufen, bevor ich da sonst was anstelle. So. Genau, danach müssen wir nur noch hier hin. Da will ich aber zum Woods anwesend einmal 15 Kronkorken. Das kostet ja Geld. Seit wann denn das? Ist mir jetzt noch nie aufgefallen, dass es Geld kostet. Hoppala. Ist natürlich ein bisschen ungünstig. Ich würde gerne noch, immer noch, hier sind lauter Pfeile. Muss mir das jetzt Angst machen? Ist hier irgendwo vielleicht eine Werkbank? Eine Säge? Zange? Ah, eine Kiste zum Aufmachen. Ups. Hätte ein Stück rüber gemusst. Ne, andere Richtung, ein Stück rüber. Noch ein Stück. Ne, hä? War ich schon zu weit, oder was? Jetzt, okay, war zu weit. Ja, die Splittergranaten nehmen wir mit. Lol, Tomahawk. Zange. Ich hätte eher hier eine Werkbank, wo ich ein bisschen was zerlegen kann, weißt du? Ha. Okay. Wir machen wieder zu. Entschuldigung, wollt nicht stören. So, ja. Ich schau mal gerade mal so ein bisschen rausgezoomt. Sind hier überhaupt noch andere Spieler? Ja, da unten sind ja ganz viele. Eieieiei. Da ist noch ein Einzelner. Aber wir haben also auf jeden Fall noch andere Spieler. Aber viele hier bei diesen Drom-Dingen, da sehe ich sehr oft Spieler, muss ich sagen. Wenn jetzt Schnellreisen Geld kostet, will ich Schnellreisen. Bierflaschen bei der Schießanlage. Zur Post gehen. War der Ton hier so komisch? Was ist los? Nix, okay. Ich schaue gerade so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben schon ein bisschen spät. Ich muss dann später noch mal sowas wie schlafen. Fällt mir gerade so auf. Dann könnte ich eigentlich die Folge beenden, dann spawne ich eh wieder sonst wo. Ich da jetzt hingelaufen bin. Ah Gott, was ist das da? Angler. Oh, Scheibenkleister. Haben die mich bemerkt? Nein, noch nicht. Oh, bin ich froh drum. Das ahnt jetzt gar nicht. Nee, ich würde wirklich sagen, dann beenden wir auch mal diese längere Aufnahmesession wieder. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Ich glaube, sehr, sehr lang.
Ja, ich hoffe, euch haben die Folgen gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen da oder einen Kommentar. Würde mich riesig überfreuen und ich hoffe natürlich... ich hoffe natürlich, wir sehen uns in einer der Folgen wieder, die auch später kommen. Bis dahin, Leute. Mit diesem wunderschönen sonnigen Ausblick hier auf die Straße, würde ich sagen. Bis denn. Tschüss.